Also, das war ganz schön kalt, mir persönlich zu kalt, aber Abhärten durch Kälte soll gerade voll das Ding sein. Aber helfen kalt duschen, Eisbaden und Co. wirklich das Immunsystem zu stärken und dass man sich generell im Leben fitter und stärker fühlt? Das will ich auschecken und deswegen werde ich einen Selbstversuch machen und 9 Tage lang mich jeden Tag der Kälte aussetzen. Oh, es ist kalt! Ich hab Kopf zu friedlich will! Und am Schluss dann 2 Minuten schwimmen gehen. Das ist ja richtig Eis! Ich bin gespannt und ich hoffe, ich habe am Schluss keinen Herzstillstand, weil ganz ungefährlich ist das Ganze auch nicht. Deshalb lasse ich mich erstmal durchchecken, um zu klären, bin ich fit genug für den Selbstversuch und um nachher überprüfen zu können, ob mein Immunsystem durch das Abhärten mit Kälte wirklich stärker wird. Nach der Blutabnahme geht es zum Chef der Immunologie. Hallo Nadine. Richtig. Komm bitte rein. Sehr ja. gerne. Dr. Georg Schett bietet mir sofort das Du an. Wie fit bin ich denn? Wie sind denn meine Werte? Kann ich überhaupt den Selbstversuch machen? Also du bist kerngesund. Wir bestimmen immer rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Plättchen und allesamt in Bestform. Mein Ziel ist ja, in 9 Tagen schwimmen zu gehen. Wie würdest du denn sagen, soll ich die nächsten Tage vorgehen? Eines ist wichtig, dass du gesund bist, dass du keinen Infekt hast. Und dann ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass du lernst, eben Ruhe zu bewahren. Ja, wenn du in das kalte Wasser gehst, dass du nicht nervös wirst, dass du ruhig bleibst. Was erwartest du dir denn so an Werten, wenn ich das nächste Mal kommen werde? Ich denke, du wirst begeistert sein einmal. Du wirst ein Glücksgefühl haben. Und was sein kann, ist, dass deine weißen Blutkörperchen höher sind und die Infektabwehr steigern. Weiße Blutkörperchen sind im Körper dafür da, Bakterien zu erkennen und außer Gefecht zu setzen. Wer mehr davon hat, hat ein stärkeres Immunsystem. Wird sehr spannend werden. Ich bin auch gespannt. Ich liege halt jetzt im Bett und drück mich vom Duschen gehen, weil ich weiß, dass wenn ich gleich dusche, mich auch kalt duschen muss. Habe ich nicht so Lust. Wer ohne Training zu lange Eis badet, kann schnell krank werden und riskiert außerdem Unterkühlungen. Deshalb muss ich mich langsam rantasten. In den nächsten 8 Tagen werde ich jeden Morgen kalt duschen und zwar immer 10 Sekunden länger. Ich werde mit viel zu wenig Klamotten draußen Sport machen und mich in eine kalte Badewanne setzen. Oh Gott, ich will nicht. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist kalt. Es ist kalt. Mir ist kalt. Ich bin hier ganz rot, ne? Weil es so kalt war. Ich lieb's noch nicht, aber ich mach weiter. Heute folgt Step 2 im Abhärteprogramm. Ich nehme ein kaltes Bad. Weil ich keine Badewanne habe, lade ich mich bei meinem Pulskollegen Robin ein. Hallo. Hi. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich mich auch. Aufs Baden geht so. So, ich bin umgezogen zum Baden, aber zum Baden gehört erstmal Wasser einlassen. Ist kalt. Ich habe übrigens auch das Thermometer. Oha, das sind 10,1. Weil 10 Grad natürlich nicht kalt genug sind, kriege ich jetzt nochmal vom Robin ein paar Eiswürfel. Die kommen da jetzt auch noch rein. Mir wird jetzt hier gefühlt schon kalt beim Anblick. Ich werde da jetzt einfach reingehen. Bock habe ich nicht, aber alles für die Übung. Okay, ich habe eine Stoppuhr. Ich will es 1 Minute sitzend in der Badewanne aushalten. Oh, Alter, ist das kalt. Ha! Das ist zu kalt. Das kann ich nicht. Das ist Eis. Ich will nicht. Das klappt nicht. Ich möchte wieder raus. Das ist arschkalt. Das klappt nicht. Ich gehe nochmal raus. Ich brauche nochmal ganz kurz einmal. Wie soll ich das schaffen? In 9 Tagen, das sind ja 10 Grad noch. Scheiße! Und das passiert im Körper, wenn ich in eiskaltes Wasser steige. Die extreme Kälte signalisiert im Körper Gefahr und er schaltet in einen Alarmmodus. Das Blut wird aus Händen und Füßen zurück in den Rumpf gezogen, um die wichtigen Organe zu versorgen und das Überleben zu sichern. Gleichzeitig werden Adrenalin und das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, um in dieser vermeintlichen Gefahrensituation schneller reagieren zu können. Die beiden Stoffe sorgen beim Eisbaden für die Euphorie und das besondere Glücksgefühl. Auch langfristig hat das positive Folgen. Wegen der Stresssituation produziert der Körper nämlich mehr weiße Blutkörperchen. Das stärkt das Immunsystem. Okay, wir starten nochmal neu. Und los. Als wäre es entspannt. Nadine, du bist gerade in der Karibik. 30 Grad. Oh mein Gott. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, es ist arschkalt. Start. Oh, es ist kalt. Das ist so kalt.
Okay, 20 Sekunden habe ich schon. Wie soll ich das in den 9 Tagen im noch kälteren schaffen? Okay, langsam tut's weh. Langsam tut's weh. Aber noch ein bisschen. Ich will eine Minute schaffen. 8, 9. Okay. Oh, ist mir gut. Krass. Okay, stopp. Jetzt ist gerade okay. Boah, jetzt wird mir richtig heiß am ganzen Körper. Wie so ein Schauer, der einem Rücken runterläuft und jetzt aber so ein warmer Schauer. Krass! Oh, geil! Love it! Jetzt aber heißen Tee für mich. Dritter Tag, heute 40 Sekunden kalt duschen. Ihr seht schon, meine Haare sind nass. Heute werden meine Haare mit gekältet. Ready! Nice! Steady! Go! Also kalt. Ich kann euch ehrlich sagen, dass es mit den Tagen wärmer wird. Es ist jetzt noch 8, 10. Besonders am Kopf. 10, 9, 8. Aua, es tut weh, am Kopf tut es richtig weh. Übrigens, ich habe euch ja gesagt, das Gefühl, wenn man aus der Dusche kommt, ist geil. Aber nochmal so 5 Minuten später ist es noch geiler. Wirklich, mir ist gerade so warm. Ich kann mir ganz entspannt meine Klamotten aussuchen und nicht wie sonst so, Gott, schnell was anziehen, weil so kalt. Geil, ist angenehm. Leute, in 3 Tagen ist schon das große Finale. 2 Minuten in eiskaltem Wasser aushalten. Ich habe ehrlich gesagt noch ein bisschen Schiss. Deswegen bin ich hier am Ort des Geschehens. Hier werde ich am Ende wirklich ins Wasser jumpen. Vielleicht schaffe ich es ja schon, mit den Knien reinzugehen oder bis zu den Knien, bis zur Hüfte. Ich weiß es nicht. Und ich werde mir Tipps von einem echten Profi holen. Das ist ja richtig Eis. Das ist eine richtige Eisschicht. Wenn es nicht hier mit euch wäre, würde ich never ever in my life hier jetzt reingehen. So, jetzt warten wir auf Franz. Franz ist Profi in Sachen Eisbaden und Mitbegründer der Munich Hot Springs. Eine Freundesgruppe, die bei frostigen Temperaturen regelmäßig in München Eisbaden geht. Ganz freiwillig. Wie kommt man dazu? Es kam so vom Fitnessgedanken, dass wir das danach eben aus dem Gedanken zur Abhärtung, zur Degeneration gemacht haben. Und da waren wir tatsächlich auch erst 10 Sekunden unter der Dusche, haben das dann nach und nach ausgebaut. Und das wurde uns dann ein bisschen zu langweilig. Und da haben wir uns gedacht, ach, da springen wir doch in den Eisbach. Und dann haben wir das dann auch tatsächlich bis zu 10 Minuten jetzt ausgebaut, die wir da drin verweilen. Generell bist du chill zu 10 Minuten in so Eiswasser? Genau, also ist natürlich auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ich persönlich war jetzt auch nie der Typ, der irgendwie besonders oft krank geworden ist, aber die anderen, die durch das jetzt regelmäßig gemacht haben, sind tatsächlich über die Winter immer erkältungsfrei geblieben und keiner hatte da irgendwelche Beschwerden. Und da zeigt sich auch, man wird viel entspannter und relaxter, also nur Vorzüge. Okay, wie gehst du jetzt vor? Also ich würde jetzt erstmal kurz checken, wie dick die Eisfläche ist. Franz macht ein großzügiges Loch an unserer Einstiegsstelle, weil man sich am Eis gefährlich schneiden kann. Alleine sollte man übrigens nie Eisbaden, für den Fall, dass man Krämpfe bekommt oder sich doch überschätzt. Also ich lege mir im Vorfeld auch gleich immer ein Handtuch zurecht, wenn man aus dem Wasser kommt, dann mit den nackten Füßen, dass man da gleich raufspringen kann und dann quasi im Trockenen steht. So, eins zum Abtrocknen. Und dann die Abendtechnik an sich mache ich einfach immer so im Vorfeld, um sich schon mal so ein bisschen mental darauf vorzubereiten. Wissen, ob du gleich mitmachen willst? Sind wir so 1,5 Meter, ja. Okay. Man atmet eben tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Das Ganze machen wir 30 Mal schnell hintereinander. Durch die Übung versetzen wir unsere Körper in eine kontrollierte Hyperventilation. Das soll dabei helfen, auch im Wasser kontrolliert zu atmen. Außerdem schütten wir schon mal Adrenalin aus, damit der Schock gleich nicht zu groß ist. Zum Schluss normalisieren wir die Atmung wieder und sind bereit. Naja, zumindest Franz. Okay, jetzt sind wir ready, ins Wasser zu springen. Okay. So wichtig beim Reingehen ist immer, dass du tief und ruhig atmest. Ein Traum. Ein Traum? Darf ich mit dir gerade reden? Ja, gerne. Wie ist es gerade? Also am Anfang ist es echt immer noch so, dass es jetzt auch hier schon ein bisschen Überwindung kostet. Aber dann, wenn ihr so langsam, man merkt schon, wie der Körper so von innen aufheizt, das Adrenalin ausschüttet und dann so ein Wohlgefühl einsetzt. Strahlt so und ich denke... In der Dien vom Rhein. Ja, genau. Über 4 Minuten chillt Franz im Wasser. Für ihn keine große Sache. Für mich als Anfängerin aber zu krass.
Deswegen ist mein Ziel heute, wenigstens bis zur Hüfte ins Wasser zu gehen. Ich dachte, es fällt mir einfacher, nachdem du drin warst, aber ich denke mir halt so, huh. Soll ich Mütze aufbehalten oder ab? Die kannst du aufbehalten. Aufbehalten, ja? Nach der gleichen Atemrunde wie vorhin bin ich jetzt tatsächlich an der Reihe. Mein Herz bummert ein bisschen schneller, ne? Das ist normal. Das ist normal. Also da merkt man eben, dass das Adrenalin schon ein bisschen sich ausweitet, dass der Körper sich jetzt drauf vorbereitet. Okay, erster Test, Leute. Krass. Mal sehen, ob sich das Üben gelohnt hat. Also wenn du reingehst, wirst du merken, das wird schon sich wie ein schneidendes Gefühl anfühlen. Aber ganz ruhig, atmen. Tief atmen, genau. Okay, tief atmen, ja? Ja. Alter, Leute, das ist richtig kalt. Das ist tief atmen. Genau. Klasse. Oh mein Gott. Und ganz ruhig bleiben. Tief ein, tief ausatmen. Aber meine Füße werden schon richtig kalt. 1,5 Minuten. Soll ich 2 schaffen so und dann Montag 2 in ganz drin? Das kann man machen. Ist es gut? Ich höre auf dich, du bist mein Profi. Das ist gut. Aber jetzt ist gerade vom Gefühl her, jetzt ist schon so ein bisschen Wärme. Ich spüre im Körper irgendeine Wärme. Ja. Das ist völlig verrückt. Okay, jetzt komme ich hoch, ja? 2 Minuten wird's schon. Oh. What the fuck, Leute. Ich war halt schon halb Eisbaden. Ihr könnt schon mal applaudieren, wenn ihr schon alle guckt. So. Ich bin gerade voll stolz auf mich selber. Du hast es auch klasse gemacht. Da freue ich mich ja schon am Montag. Ja, mal schauen. Okay, Leute, -2 Grad. Hier ist aufgestellt alles und ich werde jetzt ein bisschen Gymnastik draußen machen. Mir ist jetzt noch nicht kalt. Mal sehen, wie es ist, wenn ich die Sachen ausziehe. Oh Gott, jetzt wird es schon wieder kälter, ne? Ich bin jetzt 5 Minuten hier in so krank leicht bekleidet und meine Hände, ihr seht, sind so ein bisschen rot. Meine Füße langsam auch ein bisschen, aber es ist völlig entspannt. Mein Körper ist noch total warm. Ich nehme die Kälte jetzt doch anders wahr. Ob das schon am Gewöhnungseffekt liegt? Keine Ahnung. Danach geht es wieder unter die kalte Dusche. Heute ganze 60 Sekunden lang. Und auch das klappt heute schon deutlich besser. Ich kann euch sagen, mir geht's gut. Bin gut drauf. Ich glaube, ich habe auch die letzten Tage niemanden richtig angepöbelt. Oder hatte ein richtiges Down. Ob ich jetzt glücklicher bin als vorm Versuch, I don't know. Und den Hinblick auf morgen, weil morgen ist ja das große Finale. Ich habe davor wirklich, wirklich Respekt. Aber ich möchte es auch wirklich, wirklich schaffen. Eigentlich liebe ich ja Schnee. Aber gleich muss ich mich hier komplett entkleiden und einfach in das eiskalte Wasser gehen. Ja, ich bin aufgeregt. Ich hoffe, das Training hat sich gelohnt. Aus der Nummer komme ich aber jetzt nicht mehr raus. Nadine, hallo. Heute ist es soweit. Heute. Fühlst du dich gut? Ich fühle mich gut. Und so ein bisschen Herzpochen wegen Aufregung ist aber okay, ja? Das ist normal. Franz ist also mal wieder die Ruhe selbst. Aber für mich wird es jetzt ernst. Das Ziel ist heute, 2 Minuten im eiskalten Wasser auszuhalten. Und zwar bis zum Hals. Franz passt auf, dass ich mich nicht überschätze und dann länger im Wasser bleibe. Zuerst muss aber ein Loch ins Eis. Das ist einfach so verrückt. Ich probiere so viel Eis wie möglich wegzumachen, damit ich mir einbilde, es ist weniger kalt. Das Wasser hat einfach unfassbare 1,8 Grad. Jetzt hilft nur noch ans Training halten. Franz und ich starten wieder mit den Atemübungen. Okay, wenn wir dann gleich reingehen, dann vielleicht gar nicht so auf die Kälte achten, sondern dich eher auf den Atem konzentrieren, dass du ruhig und tief bleibst. Okay. So ganz ruhig atmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Direkt komplett runter. Ja. Noch weiter? Noch ein bisschen weiter, schaust tatsächlich. Genau, so ist es. Hände raus, meint. Das ist so perfekt. Ruhig atmen. Ich treib ab. Und dein Körper reguliert es für dich. Und dann einfach diese Kälte genießen.
ja, ich genieße sie. Mega. Körper ist schon immer noch, also ist noch nicht der Genuss. Aber mein Körper packt's. Ich lebe noch. Dort hast du schon die erste Minute geschafft. Oh. Jetzt kommt wieder der Punkt, dass es einfach nur richtig kalt ist und mein Körper langsam taub wird. Wie kann ich es euch beschreiben? Ihr fühlt euch halt, als wärt ihr in einem Eisbad. So einfach. Ich habe wirklich ein kleines Hai, Leute. Aber so langsam, Nadine, jetzt gerade fürs erste Mal. Sind zwei Minuten voll. Das Krasse ist, an dem Punkt könnte ich halt einfach hier drin bleiben, aber ich glaube, das ist nicht gut. Genau. Oh, mein Körper ist, also den spüre ich nicht mehr so richtig, ne? Lange hoch. So. So, und jetzt so ein bisschen schnell zu den Sachen, dich abtrocknen. Wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wär. Ich hab's geschafft. Ha, ha. Aber mega, Nadine. Also Alter. Wirklich auch fürs erste Mal so locker weggesteckt. Jetzt die Frage an euch. Wart ihr schon mal Eisbaden oder habt ihr vielleicht Bock da drauf? Oder seid ihr eher die Warmduscher oder Warmbader? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ich zieh mich jetzt um, weil krank will ich nicht werden. Als Erfahrung und als Erlebnis kann ich das schon auch empfehlen, mal auszuprobieren. Und ja, mir ging's schon gut. Und auch mal gucken, wie es mir, was der Doc morgen sagt, ob meine Werte besser sind. Und genau das will ich am nächsten Morgen rausfinden. Meine Challenge ist geschafft. Aber ist mein Immunsystem über die 9 Tage auch stärker geworden? Was sagt mein Blutbild? Schauen wir mal, was wir da Gutes haben. Ja, mal sehen, ne? Also, ja, ja. Also, wir haben ja gedacht, deine weißen Blutkörper steigen an, oder? Ja. Haben wir gesagt. Und es war auch so. Du hast 5140 gehabt zu Beginn und jetzt hast du 6220. Nee. Nicht schlecht, oder? Wirklich? Ja, sind um 1000 angestiegen, ja? Also, das ist sehr krass. Ja, wirklich, es hat funktioniert. Und das nach nur 9 Tagen. Normal bei Erwachsenen sind übrigens 4000 bis 10.000 weiße Blutkörperchen pro Mikroliter Blut. Was heißt genau diese Verbesserung? Also diese Verbesserung ist auf alle Fälle zu sehen. Ja, man muss immer vorsichtig sein, ist ein Fall jetzt. Also man kann jetzt nicht auf einen Fall auf viele schließen. Aber möglicherweise ist so etwas dann auch assoziiert mit einer besseren Abwehr und einer besseren Überwachung des Körpers durch das Immunsystem. Deine weißen Blutkörperchen sind aktiviert, zirkulieren durch deinen Körper und es ist sicher empfehlenswert, sich ein bisschen abzuhärten und damit besser und infektfreier durchs Leben zu gehen. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich Eisbaden gehe. Ich habe es tatsächlich gemacht gestern. Das war ganz schön krass. Und jetzt, Leute, die Ergebnisse hier gerade vom Doc. Ich höre einfach, mein Immunsystem ist stärker. All in all hat sich gelohnt. Ich kann mir vorstellen, das kalte Duschen beizubehalten und ein paar Mal im Jahr Eisbaden zu gehen. Schwarz auf weiß, gute Ergebnisse und ich bin happy. Woo! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch hier mal ein Abo da. Glocke aktivieren nicht vergessen. Und hier seht ihr, wie viel Bock Outdoor-Abenteuer im Winter macht. Und wenn ihr alle Videos von uns sehen wollt zum Thema Körper und Gesundheit, klickt hier. Und ich gehe jetzt rein, weil ein bisschen kalt war.